Können Apps bei Allergien helfen? Unser nächstes Thema. Backstage-Redakteur Benedikt Amara hat gerade ordentlich mit Heuschnupfen zu kämpfen. Jetzt gibt es eine App. Eine App, die Erleichterung verschaffen soll. Benedikt nimmt drei Allergie-Apps kritisch unter die Lupe. Hilft das wirklich? Pollenallergie, fiese Insektenstiche und Lebensmittelunverträglichkeiten. Unser Backstage-Redakteur Benedikt Amara hat einige Allergien. Deshalb testet er heute Apps, die uns schützen und im Notfall sogar helfen sollen. Angefangen mit dem Frühlingshorror Pollen. Eigentlich liebe ich den Frühling. Es wird warm, es blüht alles wieder. Es könnte so schön sein, wäre da nicht mein Heuschnupfen. Frühling ist nämlich auch juckende Augen, kratzender Hals. Aber Abhilfe soll jetzt diese App hier schaffen, Husteblume. Und genau diese App testet Benedikt und sagt seinen Wehwehchen den Kampf an. Aber wie genau funktioniert die App Husteblume? Ich kann jetzt zum Beispiel angeben, gegen was ich alles allergisch bin. Beifuß, Birke, Gräser und Roggen ist das in meinem Fall. Und dann sagt die App, wie hoch die Belastung ist. Heute zum Beispiel eigentlich nur die Birke mit einer minimalen Belastung. Und ich merke es auch, meine Augen tränen ein bisschen. Mit Hilfe von Husteblume weiß man vorab immer, welche Qualen einen heute erwarten. Und man kann sich im Notfall darauf vorbereiten. Husteblume hat richtig viele Funktionen für Allergiker parat. Es gibt ein Lexikon, ich kann Tagebuch führen. Dabei ist es aber alles ziemlich einfach zu bedienen und auch sehr übersichtlich. Also kurzum, die App bleibt auf meinem Handy. Die kostenlose App Husteblume für iOS und Android ist für Kollege Benedikt also ein Must-Have im Frühling für alle Pollenallergiker. Damit sich die tränenden Augen erholen können, geht's ab nach drinnen zur nächsten App. Stichalarm verspricht erste Hilfe bei Insektengiftallergien. In der App bekomme ich jede Menge Infos zum Thema Insektenstiche, zum Beispiel auch die Notfallbehandlung, also was dann wirklich zu tun ist im Ernstfall. Und richtig gut finde ich auch die Suche nach Fachärzten. Und wenn ich dann zum Beispiel überhaupt gar nicht weiß, wo ich gerade überhaupt bin, klicke ich auf In der Nähe suchen. Theoretisch richtig schlau, praktisch gefällt mir die Umsetzung dann nicht, weil ich auf der Karte gar nicht angezeigt bekomme, wo ich überhaupt gerade bin. Egal ob Arztsuche, Erste-Hilfe-Tutorials oder Informationen zu Allergietests und Hyposensibilisierung. Die App bietet reichlich Funktionen an, aber hat Stichalarm trotz fehlender Ortsangabe überzeugt? Stichalarm für mich eher ein Nachschlagewerk als wirklich ein Notfallhelfer, weil im Ernstfall muss es ja dann doch schnell gehen und da ist die App einfach zu kleinteilig und unübersichtlich. Als gutes Nachschlagewerk gibt es die App kostenlos für Android und iOS. Ab zur letzten App und mit der geht es quer durch den Supermarkt. Bei Allergien oder Unverträglichkeiten, da gibt es die App CodeCheck. Dafür dann einfach den Barcode des Produkts einscannen. Und schon wird mir alles aufgedröselt, was es halt hier alles so an Inhaltsstoffen gibt. Und ich sehe, wenn ich eine Gluten- oder Laktoseintoleranz habe, muss ich hier echt aufpassen. Benedikt scannt ein Produkt nach dem nächsten und testet sich durch die App. Dabei vergleicht er die Inhaltsstoffe auf der Verpackung mit den angezeigten in der App und kommt zu diesem Fazit. Die App ist wirklich super einfach in der Handhabe, aber die kostenlose Version nervt mit richtig viel Werbung und teilweise sind die Angaben dann auch nicht so korrekt. Hier zum Beispiel sind Haselnüsse drin, da muss ich richtig aufpassen bei den Dingern. In der App werde ich davor aber gar nicht gewarnt. Trotzdem, die App zeigt viele Allergien und Unverträglichkeiten an. Und klarer Pluspunkt, hier steht auch, ob ein Produkt wirklich vegetarisch oder sogar vegan ist. CodeCheck gibt es als kostenlose Basisversion für iOS und Android. Und mit diesen Apps sind Allergiker wie Benedikt in Zukunft gewappnet.